Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute mal das Spiel Virginia an. Soweit ich gelesen habe, eine Art Thriller in Game. Wir gucken in die Demo rein. Schauen wir doch erstmal, was wir hier so für Einstellungen machen können. Lautstärke nehmen wir ein bisschen runter, Sprache. Das ist die. Der Titel brauchen wir nicht. Bild. Fix the frames. Tastatur. Okay. Wir können auch mit der rechten Maus laufen. Interessant. So, dann springen wir auch direkt mal ins Spiel rein. Und schauen uns mal an, was es so zu bieten hat. Ein Vermisstenfall. Ja, wir zeigen unsere Ausweise. Der Unterhaltung können wir nicht lauschen. Schauen uns mal in der Wohnung um. Reisetasche. Ein paar Notizen. Was genau müssen wir denn hier tun? Para, rede mit mir. Wir können uns wahrscheinlich vorerst nur umsehen. Schauen wir uns nochmal kurz die Steuerung an, ob wir vielleicht auch eine Taste vergessen haben, die wir nutzen müssen. Nö. Scheint nicht so. Demo fortsetzen. Wir bekommen auch keine irgendwie Interaktionsmöglichkeiten angezeigt. Ja, ein bisschen Rätseln und sowas. Kamera. Und schauen wir uns mal den letzten Raum an. Ist abgeschlossen. Ne, wollen immer noch nicht mit mir reden.
Officer. Oder müssen wir vielleicht doch irgendwie uns mal im Garten umschauen? Nochmal nach draußen gehen? Keine Interaktionsmöglichkeit. Ganz ohne Erklärung ist ein bisschen schwer reinzufinden. Was er jetzt tun soll. Wir sind Polizisten. Vermisstenfall. Also müssen wir wahrscheinlich uns umschauen, aber. Hier ist eine Feder. Was war denn da? Uns also genau umschauen. Alles Mögliche in kleine Hinweise. Können wir uns eigentlich. Hier gibt es keinen Spiegel, schade. Jo, Keule. Scheint der Raum des Vermissten zu sein. Schrank. Der Schatten der Tür. Gibt es ein. Oh doch, das ne. Kleine Geheimwand. Oh, ein verstecktes. Was denn da? Tagebuch? Oder sind das Noten? Ja, ein Rückblick. Nee. Oh, ein Büffel. Ist aber Glück gehabt, dass sie reagiert hat. Dann haben wir keine Texte oder nicht. Erstmal einen Kaffee holen. An der Tanke. Sei denn, der Tankenkaffee ist in Virginia genauso eklig wie bei uns hier. Dann lass mal das lieber. Ich will auch aussteigen. Sie müssen sitzen bleiben. Was war denn das gerade? Burger, Sausage, Pepperoni und Bacon. Die Pizza klingt doch geil. Ja, warum sollten wir das auch nicht einstecken? Kollegin ist weg, checken was mit dem kompletten Ding. Rowdies.
Dienstag. Jetzt haben wir eine Chance, einen Einblick in die Beweise, die wir bislang irgendwo sichern konnten. Bei den hier. Und von UFOs und solchen Sachen. Höhle. Hier ist die Kollegin. Schon stark interessiert. Okay. Das war quasi der erste Traum vom ersten Arbeitstag. Fertige Mama. Aber weil Absperren ja nicht reicht, wird die Tür direkt zugenagelt. Hallo Büffel. Hallo Tür. Okay. Also dieses Spiel hat eine gewisse sehr interessante Awkwardness. So, wir sind glaube ich aus dem Traum raus. Befinden uns jetzt wieder im Polizeirevier. Oder was heißt wieder? Wir befinden uns im Polizeirevier, wie es ausschaut. Einige interessante Sprünge. Wir uns nochmal die Dias an. Geht gar nicht. Ja? Eine Kette und Medaillon. Habe sie jetzt schon gemerkt, dass wir sie irgendwie beobachten sollen. Dann lassen wir den Raum halt wieder. Wäre interessant zu wissen, inwiefern das zusammengeschnitten ist. Oder ob sich das ganze Spiel so durchzieht mit den Szenenwechseln. Ja, wir sind jetzt bei der Höhle. Schauen uns da mal um. Komplett eingerichtet alles hier. Quasi das Geheimversteck des Gesuchten. Oder des verschwundenen Jungen. Pügelchen. Ziemlich zutrauliches Vögelchen.
Oh. Sonst uns beide. Nein. Die Kollegin erwischt. Ah ja, das war dann anscheinend auch schon die Demo. Sollte dann, glaube ich, einfach nur so ein bisschen Einblick in die Sache geben. Das Spiel wirkt auf jeden Fall sehr interessant. Und wird ein Versuch wert sein. Ich denke, das Geld könnte man investieren. Für alle, die es interessiert, in der Beschreibung gibt es den Link zum Steam Store, so wie eigentlich immer bei mir. Und wenn du ein Like da lasst, das wäre das super. Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Bis dahin würde ich sagen, wird nach Belieben in meinem Kanal. Und in diesem Sinne, bis die Tage.